Kapitel 1. POV, Bella, 17 years old. Wer will lesen? Isabella Violet Anderson, steh jetzt auf, du hohle faule Nuss. Achso, ich muss weiterlesen. Es schrie mir eine bekannte Stimme in mein Ohr. Das war die Mami. Ja, das war die Mutter von der Isabella. Ja. Saki, du bist jetzt die Mutter. Ja, okay. Ich dachte, ich muss jetzt alles lesen, weil keiner weitergemacht hat. Okay, nee. Ich hab gehofft, dass Eru ihren Einsatz wittert. Du bist jetzt Bella. Ich bin Bella? Ja, du bist jetzt Isabella Violet Anderson. Weil das in Ich-Perspektive geschrieben ist. Ja. Okay. In erste Person Singular. K. Also, ja. K. Muss ich also auch meinen Erzählerpart sozusagen mit... Ja! Das macht ja sonst keinen Sinn. Fuck, Alter. Okay. Ich kann nicht lesen, Alter. Ich hab das doch schon gehört eben gerade. Okay. Kurz. Okay. Also nochmal. Isabella Violet Anderson steht auf der Hohle, Falunus. Das war eine sehr gute Impression von mir. Ja. Hast du es gerade nicht gesagt? Oh, ich dachte... Nein. Eru, dein Einsatz. Eru, also, ich dachte, Saki macht die jetzt. Ich dachte... Ah, okay. Schrie mir eine bekannte Stimme in mein Ohr. Ich schrie auf und schaute in das Gesicht des Übeltäters. Meine Mom. Boah, nee, ey, noch 10 Minuten. Murmelte. Gut gemurmelt. Murmelte ich halb im Schlaf. Nix da 10 Minuten. Wir verpassen sonst noch den Flieger. Chill mal deine Pace, nuschelte ich und stand mit sehr viel Mühe auf. Ich geb dir gleich Base. Zieh die Sache auf dem Stuhl liegen und komm dann in 10 Minuten runter. Erklärt sie und verschwand aus meinem Zimmer. Mutter und Tochter, Verhältnis ist top. Naja, eigentlich ist es wirklich gut. Also außer den paar Streitigkeiten. Ich stand mit Mühe auf und schlenderte zu meinem Schreibtischstuhl. Dort nahm ich die aufgehängten Sachen und zog sie an. Dann wagte ich noch einen letzten Blick in mein Zimmer. Ciao, altes Leben, murmelte ich und schloss die Zimmertür hinter mir zu. Ich schlenderte zur Haustür, wo meine Mutter schon stand. Dann zog ich meine Schuhe an und schaute nochmals unsere Wohnung an. Meine Ma legte ihren Arm um meine Schulter und besichtigte die Wohnung mit mir ein letztes Mal. Wir hatten viel erlebt, aber jetzt beginnt das neue Kapitel im Leben, sprach sie. Ich nickte. Es wird jetzt alles besser. Komm, Schatz, das lassen wir nun hinter uns. Äußerte sie sich noch und zog mich dann mit raus. Jetzt wird alles besser. Wie lang noch? Fragte ich gequält und zog das Aal an. Gleich können wir schon ins Flugzeug steigen, antwortete meine Ma und sank in ihrem Sitz etwas ein. Wir warteten hier im Wartezimmer auf das Flugzeug. Wartezimmer? Ja. Ja, Lobby. So funktionieren Flughäfen. Damit wir endlich losfliegen können. Und falls ich es noch nicht erwähnt habe, wir ziehen um. Also meine Mutter und ich. Von Philadelphia fliegen wir nun nach Los Angeles. Wir wollen einen Neuanfang starten. Es ist viel passiert und das wollen wir nun beide vergessen. Soll ich die Durchsage einfach machen? Ich mache einfach die Durchsage. Ja, TK. Das Flugzeug nach Los Angeles ist nun startbereit. Bitte begeben Sie sich nun ins Flugzeug. Kam eine Durchsage. Ich sprang sofort von meinem Sitz auf und erweckte somit die Aufmerksamkeit aller Menschen im Wartezimmer. Ja, natürlich. Da ich einen fremden Koffer beim Aufstehen umgeschmissen hatte. Ja. Okay, peinlich. Mensch, Mom, immer schmeißt du irgendwelche Sachen um, rief ich empört meine Mutter an. Ja. Okay, um alles auf sie zu schieben. Du bist schon peinlich genug. Mach nicht diese Situation noch peinlicher, als sie es schon so ist. Murmelte meine Mutter und stand auf. Die Mutter ist ziemlich verwirrt. Die weiß ihre eigenen Satzbildung nicht. Ja. Ich wurde sofort rot und nahm dann meine Tasche. Oh, kommst du? Fragte ich Mom, da sie immer noch im Schlepptau ihre Tasche nahm. Ja. Nuschelte sie. Und so gingen wir dann los zu dem Flieger. Nach dem ganzen Flugzeugticket drum und dran saßen wir nun endlich im Flugzeug und flogen schon seit einer Stunde. Nur noch 5 Stunden fliegen vor uns. Yay. Man erkennt hoffentlich die Ironie.
Tigel. Ich bin jetzt die Stewardess, okay. Ja, du bist jetzt alles. Mist. Unterbrach eine Stimme meine Gedanken. Ich drehte meinen Kopf zur Seite und schaute auf eine Stewardess. Hm, machte ich. Was möchten Sie trinken? fragte sie mich und lächelte mich an. Was gibt's? Fragte ich zurück und setzte mich auf. Apfelsaft, Rotwein, Weißwein, Wasser, Orangensaft, Tomatensaft. Tomatensaft. Jedoch unterbrach ich sie. Ein Apfelsaft, bitte. Sie schenkte mir in einen Becher ein. Dieser ganze Satz ist einfach nicht gut. Ja, diese ganze Szene ist komplett nutzlos. Danke. Sie lächelte mich nochmals an und wandte sich dann an den nächsten Passagiere. Warum war diese Szene da? Das war wichtig fürs Character Development. Ja, eben, Alter. Sie trinkt keinen Alkohol. Ja, okay, weiter geht's. Steh auf! Weckte mich deine Stimme aus meinem heißgeliebten Schlaf. Ich öffnete langsam die Augen. Wir landen! Flüsterte meine Mom. Ich murmelte irgendwelche unverständlichen Wörter, die ich selber nicht mehr verstehe, und rappelte mich dann etwas auf. Ich schaute aus dem Fenster und beobachtete, wie wir immer mehr dem Boden näher kamen. Als wir landeten, standen alle auf und holten ihr Handgepäck aus diesen Fächern raus. Meine Fresse! Oh, du bist ein guter Erzähler. Total! Oh, okay. Diesen Fächern. Ja, diese Fächer da. Diesen Fächern. Die Fächerdame. Die halt, die da so oben sind. Dann marschierten alle hintereinander raus. Ich machte es ihnen Ich machte es ihnen nach und nach kurzer Zeit waren wir schon draußen. Wir holten unsere Koffer aus dem Gepäckband oder wie das auch immer heißt und holten uns dann ein Taxi, mit dem wir dann zu unserem Haus. Wir lebten in Philadelphia in einer Wohnung. Jetzt sehen wir um nach Los Angeles in ein kleines Haus. Als wir da waren, bezahlten wir für die Fahrt und stiegen dann aus. Das Haus war ein kleines Familienhaus, außen in der Farbe Quietschgrün. Was ist ein Quietschgrün? Ich stelle mir jetzt gerade so ein richtig krass grelles Grün einfach vor. Ja, so ein fast schon Neon. Ich muss schon an so ein Gelbgrün denken irgendwie. Dann heißt es aber Neongrün, wenn das Neongrün ist. Ich stelle mir einfach ein Grün vor, das richtig im Augen wie, wenn du das Haus anguckst. Alles klar. Ich rollte meinen Koffer mit zur Haustür, welche meine Mutter aufsperrte. Wir betraten einen Flur und ich zog schon meine Schuhe raus. Die Schonschuhe. Um eine Hausbesichtigung zu machen. Es war alles modern, aber auch schlicht gehalten. Also im Großen und Ganzen fand ich es toll. Ach übrigens, morgen gehst du schon in die Schule. Rief meine Mutter aus der Küche. Mein Mund klappte auf. Das ist nicht ihr Ernst. Morgen schon? Ey, das ist nicht dein Ernst, fragte ich und kam zu ihr in die Küche. Doch, mit voller Ernst. Die Schulsachen sind schon alle in deinem Spind verstaut, wurde mir gesagt. Und eine Tasche hast du ja. Und morgen ist Montag. Brabbelte die darauf los. Jetzt sei ich stöhnte genervt auf. Ach so. Ich stöhnte genervt auf! Ja. Jetzt sei nicht so genervt. Ich mochte Schule. Also, als ich so alt war wie du. Versuchte sie mich aufzualtern. Bin ich ja, das? Da hat man. Ach nee, das ja, ist doch, das bin ich. Ja, da hat man ja auch noch geübt, wie man Mammuts jägt. Oder. Jesus. Oder wie man sich Messer aus Mammutknochen macht, scherzte ich. Doch hatte trotzdem mein Pokerface aufgesetzt. Du bist selber so ein Mammut, lachte meine Mutter. Ich muss jetzt einkaufen gehen. Wir haben keine Lebensmittel zu Hause. Kommst du mit oder bleibst du hier? Hier, antwortete ich und deutete auf den Boden. Sie zuckte mit den Schultern, holte sich ihre Tasche und ging. Ende. Kapitel 1. Von 35. Danke, nein. Jesus. I'm out. Ja. Oh, die wird doch richtig witzig.
Voller Grammatik her vielleicht. Ich meine, ich habe das Ding komplett gelesen. Okay. Also ich finde, das zweite Kapitel fängt gut an. Durarararara. Was? Genau, das ist bestimmt gemeint. Ja, also immer wenn Moment. Ich ein D und ganz viele R's sehe, heißt es für mich Durarara. Ja, du musst immer nachdenken, wie R's das auch sind. Durarara. Durarara. Wollen wir weiterlesen? Kyle kam ja noch gar nicht vor. Oh Mann. Können wir machen, dass Kyle auftaucht. Ja, gut.